Hinter diesen Wänden befindet sich eine der geheimnisvollsten Organisationen der Welt, die Federal Reserve. Dieser Ort ist für jegliche Kontrolle gesperrt. Im Laufe vieler Jahre hat die Federal Reserve riesige Goldreserven unterschiedlicher Länder aufbewahrt. Selbst zur Zeit wirtschaftlicher Instabilität und Krisen hätte man seine Ersparnisse hier aufbewahren lassen können, ohne sich um diese Sorgen machen zu müssen. Aber sind sie wirklich in Sicherheit? Und sind sie überhaupt dort? Es wird schon seit langem vermutet, dass es nicht so viel Gold in der Zentralbank der USA gibt, dass sie es verkauft, verliehen oder als Gewährleistungsbürgschaft benutzt hat. Deutschland hat unlängst beschlossen, sein ganzes Gold zurückzuholen. Aber die Fed hat gesagt, dass es unmöglich sei, dass sich dieser Vorgang bis zum Jahr 2020 in die Länge ziehen könnte. Danach hat Deutschland um die Erlaubnis gebeten, die Depots der Zentralbank zu besuchen, um sich zu vergewissern, dass das Gold sich wirklich dort befindet. Doch die Deutschen bekamen eine Absage. Nach nachdrücklicher Forderung hat die Fed doch eins der neuen Depots geöffnet. Jedoch hat sie den Deutschen weder hereinzukommen noch das Gold anzufassen erlaubt. Deutschland hat in den USA ungefähr die Hälfte ihrer Goldreserven aufbewahrt. Deswegen ist seine Besorgnis durchaus nachvollziehbar. Sowie die Besorgnis anderer Länder. Die Finanzinstitutionen der USA sind seit langem dafür bekannt, dass sie das verkaufen, was in Wirklichkeit nicht mehr existent ist. So hat beispielsweise die Bank Goldman Sachs 2012 Goldzertifikate verkauft und behauptet, sie seien mit realem Gold aus deren Depots gedeckt. Doch wie es sich später herausgestellt hat, gab es dort kein Gold und die Bank hat nach dem Mindestreservesystem gearbeitet, in der Hoffnung, dass nur wenige Anleger ihr Gold zurückverlangen würden. Wenn man auf die Geschichte zurückblickt, erfährt man, dass die Fed während des Zweiten Weltkrieges vielen asiatischen, lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern gesagt hat, da gerade Krieg ist, sei die Sicherheit ihrer Goldreserven gefährdet und sie sollen ihr Gold von den Amerikanern abzuholen erlauben, damit ihr Gold in Amerika aufbewahrt wird. Viele Länder haben das auch getan. Als Gegenleistung bekamen sie Goldzertifikate. Aber als sie später versucht haben, ihr Gold zurückzubekommen oder gegen Bargeld umzutauschen, haben die USA gesagt, dass die Zertifikate ungültig seien, weil es in ihnen orthografische und andere Fehler gibt. Also all dieses Gold ist immer noch in der Federal Reserve. Ihr Einfluss ist in den 70ern gestiegen, als Amerika auf die Golddeckung verzichtet hat. Infolgedessen fing man an, die US-Dollar auf dem Markt frei zu kaufen und zu verkaufen. Der amerikanische Dollar ist die Hauptreservewährung geworden und somit vermochten die USA im Grunde genommen die ganze Welt mit Steuern zu belegen, indem sie immer weiter Dollar drucken und damit die Ersparnisse anderer Länder entwerten. Diese Tage versuchen viele Länder, die Abhängigkeit vom US-Dollar als der Hauptreservewährung loszuwerden. Ihre Zentralbanken vergrößern deren Goldreserven. Es scheint, als ob die Welt auf die Idee kommt, dass sie der Federal Reserve zu viel Macht gegeben hat.